Ja, Leute, jetzt komme ich mit meinen Favorite 6 Studio Apps. Dafür müsst ihr gejailbreakt sein und ihr braucht nur eine Source oder Quelle für alles. Die tue ich euch in die Beschreibung. repo.insanely.com, die kommt in die Beschreibung, in die Description. Also müsst ihr jetzt nicht anhalten und abschreiben. Ja. Das erste App ist einmal für mich, also nach meiner Weise her, Infinidoc. Was könnt ihr mit Infinidoc machen? Ihr könnt so viele Apps rein tun, wie ihr wollt und so viele Programme. In den Einstellungen kann man auch hier einstellen, Infinidoc, kann man auch einstellen, wie viel man haben will per Page. Man kann 9 oder 1 oder man kann wie ich 5 nehmen und per Page wie viel es anzeigen, also wie viel es weggehen soll, 1 oder 2, seht ihr das mal nicht. Also da könnt ihr mal schauen, wie ihr es wollt. Ich nehme mal da 5 und da Disable. Ja, wie kriegt ihr das? Ihr müsst einmal in Studio. Und hier unten auf Verwalten, Quellen, Bearbeiten, Hinzufügen und dann das reinschreiben und Quelle hinzufügen. Ich mache das nicht, weil ich es habe. Ja, und dann geht ihr auf Suche und sucht Infinidoc. Geht auf Suche. Und nehmt das, wo steht von Insanely. 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 Dann klickt ihr drauf. Hier oben wird bei euch installieren stehen, nicht verändern. Dann kommt ihr ungefähr zu so einem Screen ungefähr und dann klickt ihr bestätigen. Ich mache es jetzt nicht. Ja. Das nächste ist Folder Enhancer. Seht ihr das bei mir? Ich habe so große Ordner, wo man so herumscrollen kann und Ordner in Ordner reinschieben, Ordner in Ordner machen, die Ordner, was in den Ordnern sind, in den Ordnern reinschieben, die Ordner, was in den Ordnern sind und wiederum in die Ordner rein drin sind, da kann man dann wieder einen Ordner machen und dann immer so weiter, bis es mal fertig ist. Und wenn ihr es dann entfernen wollt, einfach darauf klicken und unten wird es dann so durchsichtig und ja, so halt. Nein, das bleibt drinnen, das bleibt auch drinnen. Ja, und natürlich so Seiten machen. Normal wie auf dem Homescreen. Ja, jetzt wieder die Frage, wie kriegt ihr das? Normal wieder ins Video rein. Dann auf Suche und Folder. Enhancer suchen, also zusammen Folder Enhancer, und dann nehmt ihr das, wo steht von Insanely iTweaks. Dann wird bei euch hier statt verändern installieren stehen und dann kommt ihr zu so einem Screen ungefähr und auf bestätigen. Ich muss es nicht machen, weil ich es schon habe. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Das nächste ist Remove Background. Was macht es? Ihr könnt einmal darauf klicken, auf das Icon, wenn ihr es dann installiert habt. Und dann auf Activator. Dann, ich habe Home-Button kurz halten und Settings auf An.
Und Exceptions werdet ihr gleich sehen, was das ist. Ich tue schnell Display Recorder, Exceptions, dass es nicht geschlossen wird. Und jetzt tue ich einmal ein paar Spiele öffnen. Ein paar Apps öffnen. Ja. Und ihr seht, in meiner Dock unten sind ganz viele Apps und so geöffnet. Also nicht ganz viele, ein paar. Nein, leider nicht. Ja, und jetzt klicke ich auf den Home-Button. Bisschen länger, dann kommt Remove Background. Und es ist nichts geblieben unten. Das ist sehr sinnvoll, dass Sie nicht alle Apps unten in der Dock so lange anklicken müsst und dann so schließen müsst, sondern nur irgendeine Aktivationsmethode einschalten und natürlich die Settings anschalten, dass ihr immer wisst, wann sie gelöscht wird. Also das kriegt ihr, indem ihr in Studio rein. Ja, dann geht ihr unten nochmal auf Suche und Remove. Ja, Remove Background. Dafür braucht ihr auch keine Source. Das ist von der Standard Repo, von der Big Boss Repo. Das müsst ihr nicht einstellen. Und dann klickt ihr oben Installieren. Bei mir steht Verändern, weil ich schon habe. Und dann kommt ihr zu so einem Screen ungefähr und klickt hier oben auf Bestätigen. Ich brauche das jetzt nicht. Ja, das nächste App finden wir im Lock Screen. Indem ich zweimal den Home-Button drücke, seht ihr hier, bei mir ist ein Kamera-Button. Wie bei iOS 5. Und da kann ich darauf klicken. Und dann öffnet sich die Kamera bei mir. Wie man da sieht, so schön. Ja. Man kann nicht nur einstellen, dass die Kamera ist, sondern man kann in den Einstellungen finden, da bei Camera Lock, dass man zum Beispiel, wenn man diesen Lock hat, dass man da Bypass macht, wenn man entriegelt, wenn man so entriegelt, dass der Code kommt. Und statt Kamera könnt ihr auch zum Beispiel Karten oder irgendeine App auswählen. Ich nehme mal Mathe App HD. Ja, ihr könnt auch einstellen, dass wenn ihr auf den Button gedrückt habt und wieder zurückgeht, dass es nicht mehr in der Lockscreen kommt, aber egal. Oder Always Show Button, aber ich mag das nicht. Und dann einfach so doppelt drücken, drauf drücken und es öffnet sich das Camera, das Mathe App HD. Ja. Und zurück einstellen könnt ihr wieder auf Select Application auf Kamera, ja, und dann öffnet wieder die Kamera. Nein, auch nicht. Ja, okay, jetzt geht's. Wie ihr das kriegt, Studio schnell öffnen. Und auf Suche und dann Kamera und nehmt Camera Lock Plus oder Plus, weil da könnt ihr einstellen, dass ihr Apps auch wählt und in den normalen nicht. Dern, was spielst du wieder für ein Spiel, oder? Hört sich an wie Schwarzlos. Okay, dann von Insanely Repo Plus nehmen. Dann wieder hier oben auf Installieren. Bei mir steht wieder Verändern. Was ist? Und dann kommt ihr zu so einem Screen wieder und auf Was ist? Bestätigen. Deren sehr leise. Ja, das nächste ist Home Screen Settings. Ihr könnt es zum Beispiel sehen, wenn ihr in Wi-Fi reingeht. Seht ihr hier Add Icon to Home Screen? Da kann ich dann von hier aus mein Netzwerk wählen oder von
von Infinidot. Und dann zum Beispiel einstellen hier 6. Dann habe ich hier 6, 6 drin. Oder wieder 5. Ja. Und wenn euch das Blaue hier oben nervt, könnt ihr in Einstellungen, Homescreen Setting, das wegtun. Und dann habt ihr das nicht mehr. Oder ihr drückt lange drauf und dann löscht ihr es einfach. Ja. Wie kriegt ihr das? Cydia. Natürlich. Cydia Suche. Dann Home Screen Set Things. Und dann natürlich wieder von Insanely Reap. Dann wieder von Insanely Repo oben auf Installieren, dann kommt ihr zu so einem Screen ungefähr und bestätigt, ich brauch's nicht mal. Ja. Und das letzte und entscheidende ist iFi. Damit könnt ihr euer ganzes Dateisystem in euren iPhone hier durchsuchen. Zum Beispiel System, Library, Core Services, Springboard App, dann German, Springboard, Property-Listen-Betrachter. Und dann statt hier entriegeln, wenn ihr euer iPhone entriegelt, zum Beispiel iPhone 4 steht oder so. Fertig. Danach einmal neu. Und was steht? iPhone 4. Ja, das kriegt ihr. Schnell hier. Cydia. In den nächsten Videos zeige ich euch dann nicht mehr, wie man es kriegt, weil ihr wisst es ja. Und dann iFi und dann suchen und dann von Insanely Repo und dann hier oben installieren, kommt ihr zu so einem Screen ungefähr, bestätigen und dann habt ihr es auch schon. Ja, das waren meine Favorite 6. Bis zum nächsten Mal. Das war's hier wieder von iDevice Pro Jailbreaker. Und es kommen neue und bessere Videos, natürlich, wenn es was Besseres gibt. Tschüss.